Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Tutorial. Auch in dieser Folge haben wir wieder Lady in Red, allerdings nicht ganz so versteckt, denn wir bestücken in der heutigen Folge Regnatix, die beiden Speicher und Ledge. Ja? Das heißt, wir heben jetzt eigentlich den Hive auf eine neue Ebene. Wir haben nicht mehr nur zwei einzelne Mikrocontroller, die Slaves, sondern wir schalten jetzt unseren Master mit dazu und im Prinzip wird damit aus dem Hive Board ein kompletter Rechner. Ja? Und ich habe entgegen meinen ersten Plänen entschieden, dass wir statt den alten Testprogrammen, die ich ja aufarbeiten wollte, dass wir gleich in diesem Schritt Trios installieren werden. Beim Durchsehen der alten Testprogramme habe ich nämlich festgestellt, dass diese alten Testprogramme Fragmente von dem Vorgänger von Trios waren, SpinOS. Und es macht eigentlich keinen Sinn, diese alten Fragmente dort in irgendeiner Weise nochmal zu restaurieren oder dort irgendwas anderes zu machen. An sich können wir gleich Trios installieren, weil Trios installiert sich auch sehr einfach. Das werden wir sehen, ist gleich enthalten, eine einfache Installation von dem Trios. Und damit lebt der Hive schon. Wir sehen es hier, ja, läuft ja schon einiges. Ich habe ihn ja jetzt schon fertig, werden wir in den folgenden Minuten sehen. Und im Trios enthalten ist auch gleich ein RAM-Testprogramm. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwas Separates zu machen. Wir machen es gleich im Trios. Ja, das heißt, wir erwecken heute unseren Hive wirklich zum Leben und zum Arbeiten. Ja, es wird nochmal eine separate Folge geben zum Trios. Ja, heute nur mal so eine Grundinstallation, damit das Gerät arbeitet. Also dann, an die Arbeit. So, zur Schaltung selber ist relativ unspektakulär. Hier haben wir wir sind jetzt auf Schaltplan Blatt Nummer 3 angelangt. Dort haben wir Regnatix, die beiden 256 Kilobyte RAM-Chips, einen Adress-Ledge, unseren Flash wie gehabt für unseren Regnatix-Chip, wo das Programm drin gespeichert werden. Ja, und das war es im Wesentlichen. Ja. Als Besonderheit gibt es hier eigentlich nur eins. Diese Schaltkreise, die RAMs sind 5 Volt Schaltkreise, Regnatix bzw. unsere Mikrocontroller sind ja 3,3 Volt Schaltkreise. Deshalb benötigen wir dort eine Pegelanpassung. Ja, also von Regnatix zu den RAMs passen die Pegel. Ja, also von 3,3 Volt, ein High-Pegel bei 3,3 Volt ist auch ein High-Pegel bei der 5 Volt Logik. Das passt aber rückwärts. Wäre der High-Pegel zu hoch. Der 5 Volt High-Pegel würde eventuell unsere Eingänge am Regnatix zerstören. Und deshalb gibt es hier entsprechende Spannungsteiler, welche die Pegel einfach anpassen. Ja. Man könnte das natürlich beheben, indem man für diese beiden RAMs 3,3 Volt-Typen einsetzt. Ich habe aber keine 3,3 Volt-Typen 512K mal 8-Bit in Durchstecktechnik gefunden. Insofern habe ich dann irgendwann in die Bastelkiste gegriffen und diese Lösung realisiert. Ja, deshalb gibt es dort diese Spannungsteiler, nicht wundern. Jo, dann haben wir noch ein Adress-Ledge für den höherwertigen Teil der Adresse, weil die Adress-Bits selber, weil wir nicht genug Ports haben, um die komplette Adresse dort bereitzustellen. Bauteiltechnisch wie gehabt. Ja, also erstmal den Controller selber, Flash, Quarz, Blockkondensatoren und die Sockel. Ne? Und des Weiteren haben wir dann die Bestückung der RAMs, da haben wir dann noch diverse Widerstände. Hier sind noch ein paar 10 Kilo Ohm Widerstände als Pull-Up Widerstände, welche die, oder besser gesagt, da war die Ausgänge ja durchaus unbelegt sein können. Und hierbei handelt es sich um diverse Steuersignale, wie zum Beispiel hier um ein Chip Select und Output Enable am Arbeitsspeicher und ein Write Enable Ausgang. Der Pegel vom Mikrocontroller ist ja nicht unbedingt definiert. Nach dem Reset zum Beispiel haben wir den Fall, dass die hochohmig sind sie als Eingang geschalten. Damit diese Pegel dann
dennoch auf einem definierten Pegel liegen, ja, ist hier ein Widerstand geschalten, ja, damit da nicht irgendwelche unerlaubten Pegel dort irgendwo rumfliegen. Ja. So, dann haben wir hier für unsere Spannungsteiler die Widerstände, unsere, dann diese ganzen Pegel-Definierungswiderstände. Dann haben wir unsere beiden RAMs, Adressledge, die entsprechenden Buchsen. Und jetzt haben wir hier noch zwei Dioden und einen einzelnen Widerstand. Da müssen wir noch mal schauen auf das Schaltungsblatt Nummer 2. Wir haben das Handshake-Signal von den beiden Slave-Schaltkreisen. Also wenn irgendeine Operation erfolgreich stattgefunden hat, quittieren die Slaves das über ein Handshake-Signal. Ja? Und dieses Signal ist verordert über zwei Dioden. Ja, hier haben wir das Handshake-Signal, was dann rüber zur Regnatex geht. Ja, das werden wir dann in dem Zusammenhang, wird das gleich mitbestückt. Alles klar, das, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Ja, dann. So, liebe Freunde, ich habe jetzt Regnatex bestückt, den Flash, und jetzt werden wir das mal testen. Wie üblich werden wir erstmal gucken, ist unser Chip da, dann werden wir was in den RAM übertragen, LED blinken lassen und zum Schluss werden wir unser Disable-Prop flashen, damit alle den gleichen Zustand haben und erstmal in einem inaktiven Zustand sind, alle drei Mikrocontroller und sich nur über die LED melden. Ne? Also, wie wir hier sehen, Regnatex bestückt, ja, Quarz, Blockkondensator und der Flash und zwei Pull-Up-Widerstände. Ja? Okay, ich habe jetzt schon mal angeschalten. Na, Bellatrix und Administra blibbern vor sich hin. Und unser neuer Abschnitt, Teil 7, Prop 1 Disable, schieben wir jetzt einfach mal rüber. Das heißt, wir gucken erstmal, schauen erstmal, ob unser Chip da ist mit F7. Jawohl, Propeller Chip. Found Version 1, Found on COM 3. Ja, okay. Und jetzt testen wir den Chip selber mit F10. Schieben wir es rüber und gucken, ob es blinkt. Jawohl, blinkt. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Test, damit es nach dem Ausschalten, wenn ich jetzt ausschalte und anschalte, ist es ja weg, weil wir es nur in den RAM übertragen haben mit F10. Ja. Und mit F11 flashen wir es jetzt in den EEPROM. Hat er gemacht, keine Fehlermeldung gebracht. Blinkt auch, ich schalte mal aus. Schalt mal an. Jawohl, macht er. Super. Was mir gerade einfällt, ich hatte mich ja das letzte Mal gewundert, dass die jetzt so unterschiedlich blinken. Nach kurzem Nachdenken ist mir dann auch der Grund eingefallen. Es blinkt immer jener Mikrocontroller später oder zeitversetzt, welcher hier an den DIP-Switch eingestellt ist. Selektiert ist für das Host-System, weil dieser Mikrocontroller natürlich nicht sofort sein Programm startet aus dem Flash, sondern versucht, erst über die COM-Schnittstelle zu kommunizieren mit dem PC. Und das verbraucht einfach Zeit. Wenn ich jetzt also Bellatrix abschalte, hier am DIP-Switch, und anschalte, müssten eigentlich alle LEDs gleich blinken. Jawohl, machen sie auch. Zumindest so halbwegs. Ja. Und wenn ich jetzt im Gegenzug statt Regnatex Administra selektiere, müsste die mittlere LED später blinken. Ah ja, so in etwa. Also zumindest hängt es mit diesem Interface zusammen. Ja. Das ist die Ursache. Okay. So, damit läuft das jetzt erstmal unser blanker Test. Jetzt Ledge und die beiden RAMs. Und dann geht's weiter. So, liebe Freunde, ich habe jetzt den RAM und Ledge bestückt. Und
Im nächsten Test habe ich entschieden, übernehmen wir nicht die alten Testprogramme, sondern wir installieren eigentlich gleich ein Trios. Damit können wir alles testen, was wir hier soweit brauchen. Ne? Also gucken wir mal das Board an. Ne? So müsste das jetzt bei euch aussehen. Ne? Wir haben hier unten diese zwei Dioden bestückt. Hier ein Satz Widerstände. Hier oben zwei RAMs und den Latch. Ja? So, für den Test brauchen wir jetzt an Anschlüssen. Klar, unsere Stromversorgung. Wenn ich jetzt anschalte, sehen wir, wir haben in allen drei Chips unser Disable Prop geflasht. Ja, weil, das heißt, die Props sind jetzt quasi auf dem Bus oder an ihren einen Ausgängen inaktiv, außer an ihrem Heartbeat-LED, wo sie dann ab und zu mal blinken. Ja? Das ist so Grundstellung für unsere Experimente. Ja. Des Weiteren brauchen wir, klar, unsere Host-Schnittstelle haben wir ja noch vom letzten Test eigentlich dran. VGA-Schnittstelle, Tastatur und Sound. Ja, und damit können wir jetzt beginnen. Wir installieren jetzt zwar schon zum Testen unser Trios, aber ich werde noch mal eine extra Folge machen direkt zum Trios. Das wird jetzt nur so eine Schmalinstallation, so dass das Trios startet. Ja, und in der extra Folge wird das dann noch mal ganz ausführlich kommen. Auch noch mal getrennt für Leute, die Trios noch nutzen wollen. Und für Leute, die auch programmieren wollen unter Trios. Ja, also die irgendwelche Programmchen schreiben wollen, weil dort gibt es halt einen gravierenden Unterschied. Ja? Also wenn ich es nur nutzen will, brauche ich nur das Propeller-Tool, so wie wir es bis jetzt installiert haben. Das werden wir gleich sehen. Wenn man programmieren möchte, muss man umsteigen auf einen anderen Compiler, das BretSpinTool, BST. Weil sich nur damit die Trios-Quelltexte übersetzen lassen. Ja? Aber gut, das ist Level 2. Ja, jetzt erstmal nur unser Test. Wir machen danach gleich unseren RAM-Test. Ja? Wir haben hier, wenn man hier schaut, haben wir klar unseren Test 1 Prop Disable für Regnatix. Dann haben wir Test 2 Trios. Und Test 3 RAM-Test ist nur ein Text drinne. Weil den RAM-Test, RAM-Test ist eigentlich schon eine ausführbare Datei unter Trios. Hier im Text wird dann einfach nur nochmal beschrieben, wie rufe ich das unter Trios auf. Ja? Und das führen wir dann eigentlich schon unter Trios aus. Ja? Sobald Trios läuft, funktioniert eigentlich schon der RAM zum Teil. Ja? Bei Trios zum Starten und zum Arbeiten benötigt schon den externen RAM. Also wenn Trios läuft, funktioniert eigentlich der RAM schon wenigstens einige Sachen. Ob jetzt alle Zellen ganz sind, ob nicht vielleicht ein Adressierungsfehler ist oder irgendwo ein Kurzschluss, kann man noch nicht hundertprozentig sagen. Das kriegt man dann mit dem RAM-Test raus. Okay, also wir haben jetzt geflasht unser Disable Prop. Was machen wir jetzt? Wir müssen, um Trios zu installieren, müssen wir eine SD-Karte bestücken mit ein paar Dateien. Dort ist drauf, dass unser Regime, welcher gebootet wird, ja, beim Startvorgang, und ein Systemverzeichnis, wo so diese ganzen externen Kommandos drauf sind, drin sind. Ne? Unter anderem mal zum Beispiel auch unser RAM-Test. Ja? Und alle diese Dateien findet man beim Trios. Wenn wir schauen, wir haben hier eine ganze Palette an. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Wir haben hier eine ganze Palette an Verzeichnissen: Bin, Doku, Flash, Force, Lib, System. Im Prinzip, wenn ich das Trios nur installieren möchte, interessiert mich nur das Bin-Verzeichnis. In allen anderen Verzeichnissen sind irgendwelche Quelltexte drin. Ja, außer jetzt noch hier Lizenz und Logbuch und bla 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 und so weiter und so fort. Das heißt, wir gucken jetzt nur in das Bin-Verzeichnis rein. Ja. So, und dort haben wir jeweils ein Unterverzeichnis. Ich mache es mal wieder groß. Ein Unterverzeichnis Flash und ein Unterverzeichnis SD-Card. Alles klar, wir haben ja gesagt, okay, wir müssen auf der einen Seite eine SD-Card fertig machen, von der wir booten.
Und auf der anderen Seite müssen wir unsere drei Chips flashen. Genau das ist hier drin. Ne? Wir machen jetzt erstmal unsere SD-Karte fertig. Ja? Ich stupple mal hier wieder unsere Testkarte rein, die ich noch hier rumliegen habe. Die werden wir erstmal wieder formatieren. So, 2 Giga. Jetzt könnten wir sie theoretisch auch FAT32 formatieren. Da meine Karte, die ich hier habe, nur eine 2 Giga Karte ist, wird er mir vorschlagen, natürlich die auf FAT16 zu formatieren. Ja. Und das lassen wir jetzt einfach. Ja. Aber FAT32 sollte eigentlich auch gehen jetzt. So, wir nennen diese SD-Karte TriOS. Geben wir den Namen. Schnellformatierung ist an. FAT ist an. Die anderen Parameter sind nicht weiter wild. Starten. Okay, da wird alles gelöscht. Machen wir. Formatierung abgeschlossen. So, jetzt haben wir eine leere SD-Card. Gucken wir mal drauf. Ist nichts weiter drin. Okay. So, jetzt gucken wir hier in unserem Testprogramm. Wir waren ja hier bei Test 7.2 Trios. Schauen wir ins BIN-Verzeichnis. Ins Verzeichnis SD-Card. Und dort haben wir ein Verzeichnis Sys und Rexis. System und Rexis. Ja? Rexis ist die Datei, die gebootet wird im Standardfall, unser Regime. Ja? Und System sind unsere externen Kommandos. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir kopieren alles, was hier drin ist, einfach auf die SD-Card. So wie es ist. Kopieren. Einfügen. So. Ist nicht so sonderlich viel. So. Dann schnappen wir uns unsere SD-Card. Zack. Und stöpseln die schon mal in unseren Hive. So, als nächstes schauen wir jetzt in das Verzeichnis Flash. Dort haben wir drei Flash-Dateien. ADM-Flash-Binary, Bell-Flash-Binary und REC-Flash-Binary. Das sind einfach schon fertig übersetzte Programme, die wir einfach rüberschieben können. Ja? Also wir haben jetzt hier nicht den Quelltext vorliegen, die könnte man sich auch erstellen. Das werden wir dann in dem Trios, in der Trios-Folge mal genau gucken, wie man so eine Datei erstellt. Aber die sind schon vorbereitet hier. Ja? Und das machen wir jetzt einfach. Wir laden jetzt einfach unseren ADM-Flash-Binary. Dafür müssen wir, wenn wir das Propeller-Tool installiert haben, bloß einen Doppelklick machen. Und das Propeller-Tool erkennt, es handelt sich jetzt um eine Binary-Datei, keinen Quelltext. Er zeigt uns jetzt den Inhalt an, in Hexaform. Ja, hier dann auch, was wie belegt ist. Ja. Und wir können unter anderem das in RAM laden oder in EEPROM. Wir wollen es natürlich jetzt in EEPROM laden. Ja. So, dafür müssen wir aber noch Folgendes machen. Wir müssen an unserem DIP-Switch jetzt Administra selektieren. Ja, wir schalten also Administra auf On. Die beiden Schalterchens. Ja, nochmal mal zum Schauen. Ja, bei mir ist On jetzt rechts. Wenn ihr diesen DIP-Switch andersrum gesteckt habt, ist das natürlich links. Ja, da muss es andersrum sein. Okay. So, und jetzt sagen wir Load EEPROM. Das macht er. Dauert einen kleinen Augenblick. Und man hört, Administra meldet sich schon, was wir jetzt gehört haben. Ich schalte es nochmal an, weil wir haben es ja jetzt im Flash. Das müsste ja nochmal kommen. Dieser Ton, dieser anschwellende Ton ist in Administra so ein Systemton, wenn das SD-Card gemountet wird. Ja? Wenn es unmounted wird, diese SD-Card oder irgendein Medium, dann ist das ein abschwellender Ton. Ja, also genau andersrum. Jetzt haben wir einen anschwellenden Ton, das ist mounten. Das heißt, er hat schon unsere SD-Card gemountet. Ist jetzt nicht so wichtig, aber nur mal, unser Administra lebt, hat jetzt eigentlich schon, wir sehen auch, er blinkt jetzt hier nicht. Ja? Und er hat das SD-Card schon gemountet. Ja, das ist schon mal sehr gut. Jetzt machen wir das wieder zu und schnappen uns die nächste Datei, Bellflash Binary. Auch wieder Doppelklick, unser Propeller-Tool startet. So, dasselbe in grün. Ja. Und wir schalten an unseren DIP-Switch um von Administra
auf Bellatrix. Ja, jetzt haben wir hier auf Bellatrix stehen. Ja, so, dasselbe in grün. Wir flashen das jetzt Lot EEPROM in unseren EEPROM rein. Administrator bekommt natürlich noch ein Set, deswegen hören wir jetzt wieder den Mount Sound. Und was sehen wir? Bellatrix meldet sich mit dem Hive-Logo. Das, so meldet sich Bellatrix halt nach dem Starten, wenn es ein Reset gekriegt hat. Dort blendet es oben in der Ecke schon das Hive-Logo ein. Ja, damit wissen wir, das lebt jetzt. Und ich schalte mal an und ab, das müsste jetzt auch erhalten bleiben. Ja, wenn wir so einen Flash haben, müsste es ja erhalten bleiben. Jawohl, da ist es. Und sowohl Administra wie auch Bellatrix blinken nicht mehr. Okay. Auf zum letzten Streich. Wieder alles zumachen. Und wir haben unsere dritte Datei, Rackflash Binary. Doppelklick. Unser Propeller Tool lädt. Wunderbar. Ja. Und jetzt stellen wir unsere Dip Switch um auf Magnatix. Zack. Ja, nochmal zu zeigen. So sieht das aus. Ja. Und jetzt flashen wir das rüber. Und mal bitte, wenn ich es jetzt geflasht habe, darauf achten, wie jetzt die Töne sind. Weil wir müssten jetzt eigentlich erst mal diesen Anschwellenton hören, wenn Administrator die SD-Card mountet. Und danach müsste Regnatix direkt .sys laden von SD-Card. Da ist diese Kommandozeile drin. Und das müssten wir hören mit so einem Sound, mit so einem Heartbeat-Sound. Also alle Ladeoperationen von SD-Card werden ja mit so einem Herzschlag-Sound begleitet. Ja? Wenn ein aktiver Load von SD-Card stattfindet, ist der Herzschlag schnell. Und wenn er abgeschlossen ist, ist dann der Herzschlag langsam und veräppt dann. Ja, und verschwindet dann auch. Ja? So, ich lade jetzt mal ein EEPROM. Achtet mal auf den Sound. Ich zeige hier einfach mal, was hier auf dem Bildschirm passiert währenddessen. So, ich klicke jetzt auf Load EEPROM. Und er flasht, Administra mounted. So, jetzt programmiert er den EEPROM und jetzt vergleicht er. Und jetzt startet er. Ja, ihr hört den Herzschlag. Und was sehen wir? Regnatix meldet sich unser Regime. Ja, und wir können jetzt hier zum Beispiel ein Dir-Kommando geben und sehen, wunderbar, unser Hive lebt. Ja, unser Systemverzeichnis ist sichtbar und unser reg.sys. Ja, also funktioniert. Ja. So. Jetzt haben wir aber noch nicht alle Tests durch. Wir machen jetzt gleich weiter. Ja, Fenster können wir wieder schließen. Und jetzt käme unser RAM-Test. Unser RAM-Test ist eine Datei, die im Systemverzeichnis ist. Ja, unsere ganzen externen Kommandos befinden sich ja, ich schiebe das hier alles mal ein bisschen rüber, damit wir das besser sehen. So. Jetzt mal ein Bildschirm mit CLS. Jetzt können wir mal schauen, wir haben unser Systemverzeichnis. Ich wechsle mal rein. Change Directory System. Mit DRW können wir uns das mal anzeigen, was da alles drin ist. Und da sehen wir unter anderem die Datei RAM-Test-Bin. Ja, und wenn wir RAM-Test eintippen, wird einfach diese Datei gestartet. Ja, die externen Kommandos. Das Regime ist halt so, Regime sucht im aktuellen Verzeichnis, wenn es dort irgendeine Datei nicht findet, sucht es im Systemverzeichnis noch, ob das vielleicht ein externes Kommando ist, ja, und startet es dann. So, das machen wir jetzt auch. RAM-Test. Und das Programm gibt jetzt eine Warnung aus. RAM-Test, hier eine Promptmeldung vom 10.06.2010, so alt ist das schon, Wahnsinn. Und Achtung, Endlos-Test. Alle Dateien oder alle Daten im E-RAM werden komplett überschrieben. Ja? Das heißt,
Also externer RAM dient ja eventuell auch als RAM-Disk oder wenn wir dort zum Beispiel Programme haben vom Basic, ja, dann kann ja sein, dass dort irgendwelche relevanten Daten noch sind, die wir sichern wollen. Deswegen warnt er hier weiter. Mit A könnten wir jetzt abbrechen. Mit irgendeiner Taste können wir den RAM-Test starten. Und wir wollen natürlich unseren RAM-Test starten. Klar. Jetzt läuft er durch. Es sind diverse Tests. Ja. Wir haben hier eine Liste. Hier oben Testdurchläufe sehen wir. Wie viele Durchläufe hat er? Der wiederholt das immer weiter. Wir haben einen Test 1 zu 1 random, also er überschreibt die Speicherzellen mit irgendwelchen Zufallswerten und vergleicht die danach, ja, ob das korrekt angekommen ist. Dann haben wir einen Test auf Adresskontinuität, ja, also ob irgendwelche Kurzschlüsse sind auf den Adressleitungen, die wir natürlich mit dem ersten Test nicht feststellen können. Na? Und dann haben wir noch einen weiteren Test mit negierten Bänken und noch diverse andere Testmuster. Also AA und 55 Hexa werden dort geschrieben und so weiter und so fort. Und Nullen und Einsen. Kann man sich, wer möchte, kann sich das im Quelltext nochmal genauer anschauen. Es sollte in jedem Fall hier zwar bei Testläufe darf natürlich hochzählen, das ist klar. Wir haben ja mehrere Testläufe jetzt, aber bei den Fehlern darf kein Wert sein. Ja, und das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Ja, ich werde das jetzt natürlich ein bisschen abkürzen, indem ich hier einen Zeitraffer so reinsetze. Aber lass das jetzt einfach durchlaufen und den RAM wirklich testen. Zwei oder drei Durchläufe. Ja, wenn es so aussieht, ist es super. Ja, wenn der RAM in irgendeiner Weise einen Fehler hat, zum Beispiel irgendwelche Adressleitungen sind kurz geschlossen miteinander. Ja, dann wird eventuell sogar Trios starten. Da Trios benutzt ja schon den RAM, aber nur den obersten Bereich vom RAM, wo er ein paar Systemvariablen hat. Ja, Trios wird vielleicht sogar starten, was aber nicht bedeutet, dass es funktioniert. Ja. In dem Falle müssten dann eigentlich Fehler hier bei diesem RAM-Test stattfinden. Ja, er hat jetzt hier übrigens beim ersten RAM-Test Speicher überschrieben und vergleicht ihn jetzt wieder. Ja, ist ein relativ langsamer Test, weil er in Spin geschrieben ist und keine Assembler-Teile enthält. Ich habe da aber jetzt auch noch nicht so sehr viel Energie investiert. Man könnte den Assembler schreiben, dann wäre er natürlich um Faktor 100 schneller. Aber naja. Gut, da man den RAM-Test ja nur einmal ausführt, eigentlich in seinem Leben, also in dem Leben von so einem Hive, ist das nicht weiter wild. Die Zeit hat man dann auch. Ja. So, was, wenn es nicht funktioniert? Klar, erstmal Strom weg, dann gucken, ist irgendwo ein Kurzschluss, ist irgendwo was vielleicht nicht verlötet, dass man vergessen hat, irgendeinen Widerstand zu verlöten. Ja, das geht schnell und dann korrigieren. Kann eigentlich nicht so sehr viel sein. Also, ihr habt ja gesehen, den Hive kann man im Stück aufbauen. Wenn man gut löten kann, funktioniert er einfach nur sofort. Da gibt es gar keinen Fehler. Es sei denn, man macht Schusseligkeitsfehler, verwechselt da irgendwo was. Ja, oder steckt man einen Schaltkreis falsch rum drauf. Kann ja auch mal passieren. Ja. Gerade hier unten muss man aufpassen bei dem Teil. Ja. Weil die Markierung der Pin 0, Pin 1 ist bei den RAMs zum Board, also zur linken Seite hin und bei dem Ledge zur rechten Seite. Ja, sieht man es vielleicht nochmal besser. Ja. Sollte man aufpassen, wenn man es falsch rumsteckt. Es ist allerdings auf dem Bestückungsaufdruck auch so versehen. Ja. Okay. Er hat jetzt den ersten Testlauf durch. Lassen wir jetzt einfach mal. Weichen laufen. Jo, damit sind wir hier eigentlich am Ende angelangt. Wir haben Trios installiert. Ich werde im nächsten Schritt, in der nächsten Folge, werde ich die Realtime Clock installieren. Also unsere Uhr. Ne? Und auch diese Uhr können wir dann schon direkt unter
Trios testen, ob sie funktioniert, ob diese Uhr funktioniert. Ja. Jo, und dann bleibt als letztes nur noch Netzwerk. Wie gesagt, da fehlt mir noch die Buchse, muss ich mal noch bestellen, werden wir schauen. Und dann haben wir einen funktionierenden Hive auf dem Tisch liegen. Klar, dann kommt, das war die Pflicht, dann kommt die Kür, Gehäusebau, irgendwas Schmuckes machen. Ja. Ich werde es natürlich in so ein Teco-Gehäuse bauen. Ja. Und ja, dann sind wir soweit durch. Kurzer Einschub noch zur Fehlersuche. Falls der RAM nicht arbeitet und Trios deshalb nicht startet, weil Trios selber verwendet ja schon den RAM und benötigt ihn zum Starten. Ja. Falls das der Fall sein sollte, kann man das RAM-Testprogramm, das Trios ganz normal installieren, nach Anleitung, wie wir es gesehen haben. Und man kann das RAM-Testprogramm, wenn man es nicht von der SD-Karte laden kann, weil das Trios nicht startet, kann man das RAM-Testprogramm direkt per F10 in Regnatix in den RAM übertragen und dort starten. Ja? Man findet dieses Programm, die Quelltexte, unter System, Regnatix, und dort findet man die Datei ramtest.spin und die kann man direkt übertragen und kann auch so den RAM testen und schauen, was läuft dort irgendwie schief. Ja? Nur für den Fall, dass irgendwas schief laufen sollte. Ich muss dazu sagen, bei allen meinen Geräten, die ich bis jetzt gebaut habe, war noch nie irgendwas am RAM defekt. Ja? Also ich musste selbst, um mal zu sehen, ob mein RAM-Test funktioniert, Fehler provozieren, ja, dort irgendwo mal Brücken einbauen mit Widerständen oder mal irgendwelche Verbindungen lösen, um zu sehen, wird denn das überhaupt angezeigt mit meinem RAM-Test. Ja. Also bei mir ist es noch nie passiert, aber für den Fall das, ihr könnt es übertragen und müsst das Trios nicht von der SD-Karte starten. Hm? Okay. So, wer jetzt hier allerdings schon mal so ein bisschen experimentieren möchte, ja, so ein bisschen sich in das Trios reinfinden möchte, gibt es mehrere Varianten. Es gibt jetzt, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, ich habe noch gar keine so richtige komplette Dokumentation dazu geschrieben. Da steht noch auf dem Zettel, was noch zu erledigen ist. Ja. Also man kann mit MAN kann man sich Manual Pages anzeigen lassen. Zu was gibt es Manual Pages? Da gibt es hier die diversen Programme. Interessant jetzt vielleicht für diese Experimente hier Regime. Mit MAN Regime kann man sich hier Kommandos anzeigen lassen oder eine Hilfe zu dem Regime, um sich einfach mal ein bisschen rumexperimentieren mit den Kommandos, die wir hier zur Verfügung haben. Ja? Und dort ein bisschen rumbasteln. Ja? Des Weiteren gibt es hier so eine Art File Manager. Ja? Mit FM kann man den aufrufen. Oh, der geht jetzt. Ich habe es gar nicht getestet. Jawohl. Ist jetzt natürlich noch nicht so sehr viel drauf. Das werden wir erst in dieser ausführlichen Trios-Folge machen, dass wir dort diese Toolboxen installieren und das Gamepack und diverse Mediendateien und so weiter und so fort. Ja. Und da wird sich dann natürlich auch die SD-Karte füllen und mit irgendwelchen Sounds und so weiter und Spielen füllen. Aber es gibt hier auch schon eine ganze Menge an kleinen Tools, mit denen man experimentieren kann. Einfach mal vielleicht in das Systemverzeichnis reinschauen. Ja, hier ist der Schwede, da haben wir ja mal so einen Überblick. Alle BIN-Dateien sind Dateien, die man direkt in Regnatix ausführen kann. Ja, zum Beispiel könnte man jetzt mal den Videomodus, den kleinen Videomonitor anschalten und mit G0-Test kann man diesen Graphics-0-Modus mal testen. Ja? Oder mit ADM-Test können wir jetzt können wir mal ausführen. Ja, einfach mal so als Beispiel kann man diese Administra-Funktionen mal testen. Ja, man kann dann verschiedene hier zum Chip-Management was machen. Man kann auch mit 99, mit
Ach so, das war Administra, das ist natürlich Quark, da wollte ich jetzt nicht hin. Entschuldigung, 99 kommt mal wieder raus. Das Programm für den Textmodus heißt Belltest, weil Bellatrix ist ja für den Video zuständig. Man hat hier die einzelnen Tests noch, man kann man separat aufrufen oder mit 0 einfach mal alle Tests durchspulen. Ja, das wäre jetzt mal hier Zeichensatz und dann haben wir hier die Tabulator-Funktion und Scrolling. Ja, Bildschirm löschen. Scrollen hoch und scrollen runter. Scroll up und scroll down. Hier mal hin und her. Ja. Also da kann man mal ein bisschen experimentieren. Ja. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt vor der nächsten Folge, sich schon mal mit dem Regime und dem Trios ein bisschen anzufreunden. Ja. In der ausführlichen Folge werden wir natürlich auch besprechen, wie wir das Trios installieren mit dem integrierten Force. Ja, das habe ich jetzt hier einfach auch noch nicht drin. Gucken wir dann mal. Ja. Ja, hier sind jetzt diese Fensterfunktionen. Ja. Theoretisch könnte man sogar schon das BIOS Basic installieren und sowas. Aber wie gesagt, da kommen wir noch hin. Guckt erstmal hier so ein bisschen, experimentiert mal ein bisschen mit den Möglichkeiten, die man im Regime hat, dass man da so ein bisschen stückweise mal vorgeht. Ja. Wer mag, kann ja auch mal in die Quelltexte reinschauen, schon mal inwieweit das jetzt für jeden interessant ist. Wie gesagt, da muss man ja dann nachher dieses Brett-Spin-Tool installieren, um die zu übersetzen. Aber reinschauen kann man ja auf jeden Fall schon mal, wie es funktioniert. Ja, ist natürlich so ein bisschen trocken. Ist auch schon relativ umfangreich geworden, gebe ich ja zu. Ja, hier mal ein Test auf Randkollisionen von den Fenstern. Ja. Hier oben steht nochmal, was das für ein Test ist. Den Test kann man im Übrigen auch aufrufen direkt auf dem Videomodus. Mit TV kann man ja dann auf dem Videomodus umschalten. Das kann man ja auch dann mal testen. Ja, so wie wir das in der Einleitungsfolge mal gesehen haben. Und wer mag, kann das jetzt schon mal testen und kann den Test auch mal auf dem Videomonitor, dem kleinen TV-Markt durchführen. Ja, hat man natürlich einen viel kleineren Blickwinkel. Ne? Gut, alles klar. Das nur mal so als Experimentiermöglichkeit. Gibt ja noch mehr Tools hier, aber teilweise wie zu den Soundplayern fehlen ja jetzt erstmal noch die Mediendateien. Ja, alles klar. Beim Zusammenschneiden von dem Video ist mir aufgefallen, dass wir doch einen recht rein technischen, recht von der Komplexität einen recht großen Schritt gemacht haben. Ja? Während wir in den letzten Folgen entweder nur einzelne Funktionsgruppen wie Netzteil oder ähnliches oder einen einzelnen Mikrocontroller einzeln betrachtet haben, haben wir ja jetzt mit einem Schlag drei Mikrocontroller im Verbund im Betrieb. Ja, also inklusive der ganzen Kommunikation zwischen diesen drei Mikrocontrollern. Nun fehlt das hier natürlich so ein bisschen. Allerdings werden wir das hier auch nicht in dem Aufbaututorial bis ins letzte Detail klären können. Es gibt dafür allerdings schon ein Tutorial auf der Webseite, ja, welches erklärt, wie diese drei Controller auf dem Board zusammenarbeiten, wie der Bus funktioniert und so fort und so weiter und so fort. Ich kann es ja mal kurz zeigen. So, hier haben wir mal die Seite. Schauen, ob wir das hier gut ins Bild kriegen. Jawohl. So, hier mal die Hive-Webseite und hier im rechten Bereich haben wir ja das letzte Mal schon besprochen, Build Your OS Bellatrix Code, wo wir über Bellatrix gesprochen haben. Das war ja, damals war dieses erste Tutorial, Build Your OS Bellatrix Code, quasi hat die Hintergrundinformationen zu Bellatrix geliefert oder zu so einem einzelnen Slave.
Ja? Und es gibt noch ein zweites Tutorial in dieser Reihe, Build Your OS Regnatix Code. Das wäre jetzt eigentlich genau richtig, wer technische Hintergrundinformationen haben möchte, wer dort gerne ergründen möchte, wie spielen die Chips dort zusammen und so weiter und so fort. Es ist recht umfangreich mit vielen Programmbeispielen. Ja, dort wird dann zum Beispiel erklärt, was für Signale haben wir auf dem dort zwischen den Mikrocontrollern. Wie sind diese Mikrocontroller verschaltet? Wie hier zum Beispiel Beispiel Regnatix und Bellatrix. Ja, welche Signale steuern da was an? Was gehört zum Datenbus, Adressbus oder Steuerbus? Ja, und dann kommen auch einzelne Programmbeispiele, wo man erste Zeichen zum Beispiel rübersendet von Regnatix zu Bellatrix. Hier sind dann so diese Programmbeispiele gleich drinnen. Ne? Dann wird erklärt, wie läuft das auf dem Bus ab? Ja, hier sind immer so eine Busdiagramme. Wer sendet was? Wer wartet da auf was? Ja, das ist einmal hier zum Beispiel, hier haben wir Byte senden. Dann haben wir hier Byte empfangen wahrscheinlich, jawohl. Ja. Und dann geht das hier weiter, es sind mehrere Seiten. Auf Seite 2 wäre dann zum Beispiel noch, na komm, hier zum Beispiel der Ablauf, was passiert, wenn so Funktionen aufgerufen werden von den anderen Chips. Ja. Also was ich damit sagen will, wer jetzt weitergehend tiefere Informationen braucht oder gern das mal ergründen möchte, wie funktioniert das in den Slaves und mit dem Master, wie spielen die zusammen, wie kommunizieren die miteinander, weil das ist natürlich in dem Aufbau-Tutorial jetzt so nicht im Detail vorhanden. Wir wollen es ja jetzt aufbauen und nicht bis ins Letzte ergründen. Für den ist genau dieses Tutorial wichtig. Ja, da kann man sich dann mal durchfräsen mit einigen kleinen Beispielen. Ja, und ja, das wäre so auch der Punkt, wo man weitergehend hier experimentieren kann. Ja, alles klar.